Nun, wie ich damals schon sagte, es braucht Zeit und man muss sich aufeinander einpendeln, aber irgendwann funktioniert es normalerweise, wenn es denen eben alle wollen. Und auch du, Myria, solltest dich dann daran halten, was wir alle tun. Hier hat jeder bestimmt, hätte jeder für dich den Kopf hingehalten, wenn, naja, wenn dir irgendetwas passiert wäre. Es hat sich niemand an dir vergangen, es hat dich niemand angefasst und obwohl ihr euch immer so neckt, ja, Lan, du, ihr seid trotzdem irgendwie, naja, miteinander verbunden. Und dir ist nichts passiert, du bist heil da wieder rausgekommen. Ich habe mich sogar Julia um dein kann sich Bein auch gut selbst gekümmert. verteidigen. Naja, daran werden wir, wenn wir jetzt die Zeit haben, ein wenig arbeiten müssen. Denk mal an einen Fischschwarm. Ein Schwarm, die schwimmen mit dem Fluss in die gleiche Richtung. Und ein kleiner Fisch alleine, eine Flunder, die kann nichts wirklich bewirken. Aber wenn viele zusammenschwimmen, dann bekommen auch die großen Fische die. Haie, die Raubfische, die die kleinen Flundern fressen würden, das Gefühl, dass dort etwas viel, viel Größeres ist. Und, ja, und dann kann so ein Schwarm, der aus vielen kleinen besteht, einiges vollbringen. Es ist sicherer und sie wachsen zusammen. Natürlich gibt es auch einen Fisch oder mehrere Fische, die weiter vorne schwimmen und die die Richtung angeben, aber dabei schauen sie natürlich auch, dass sie nicht im Zickzack schwimmen und irgendjemand aus ihrem Gefolge verlieren. Also. Und wohin schwimmen wir dann jetzt? Also ich meine, wir sind jetzt in Bunchum. Und wir wollen jetzt weiter wie eine richtige Heldengruppe gegen die Erben von Borbrat kämpfen, ja? Also, wo fangen wir jetzt an? Ich meine, von Bunchum direkt nach Norden ziehen, nach Oron oder wie fangen wir an? Habt ihr denn noch Kontakt zu diesem Schiff, mit dem ihr damals nach Boran gekommen seid? Leider Bisher noch nicht. nicht. Ich bin mir sicher, Dexter im Rott kann uns daraus helfen. Wie seid ihr überhaupt nach Maraskan gekommen? Hat euch da einer hingeschickt? Ich Ja. meine, schickt euch der gleiche dann nicht weiter zum nächsten Ziel? Nein, also das ist etwas komplizierter. Es war so, dass wir damals in Gareth auf Dexter Nemrod getroffen sind, dem Leiter des Geheimdienstes, dem Mann, den du heute auch schon kennengelernt hast. Und als wir auf ihn getroffen sind, hat er uns gebeten, wenn wir für ihn arbeiten wollen, dass wir Versorgungsgüter zur Seeadler von Beilung bringen. Dafür müssten wir nach Perikum reisen, dort dann einen Wagen, zwei, drei Wagen mit Versorgungsgütern annehmen und dann zur Seeadler von Beilung reisen, etwas außerhalb nördlich von Perikum, um dann dort ihm das Ganze abzuliefern. Also sind wir ein wenig in die Trollzacken, also wir sind nach Perikum gewandert, haben die Waage an uns genommen, sind in die Trollzacken, also am Rand der Trollzacken gewesen, definitiv nicht tief in den Trollzacken, haben unterwegs noch einen Drachen erschlagen, haben ein kleines Bündnis mit einem Troll eingegangen und sind dann auf die Seeadler von Beilung gestiegen. Augen weiten sich, meiner ebenso, was? Es waren zwei Trolle. Ja, es waren zwei Trolle, du hast recht, Maria. Ihr habt recht, entschuldigt. Mal eben so einen Drachen erschlagen? Ja, die waren so groß, Ja. also die Trolle waren so groß wie das Haus hier. Und es war ein sehr kleiner Drache. Wir haben noch ein paar Einzelteile von ihm. Auf jeden Fall. Dann sind wir in die blutige See aufgebrochen, haben ein paar Kleinigkeiten erlebt, haben Spuren im Meer gefunden, haben ein Tankfeld gefunden und lange Rede, kurzer Sinn, dann sind wir nach im Norden von Maraskan kurz angelandet und wir haben unter. Also eigentlich sollten wir auch noch auf die Seeadler von Beilung, weil wir einen Verräter suchen, der dort ist. Der hat Nahrungsmittel veruntreut, also jetzt hier beschädigt, dass sie kaputt gehen, glauben wir zumindest. Und ja, wir konnten den Verräter aber nicht ausfindig machen oder die Verräterin, das ist nicht ganz klar. Die einzige Person, die ich jetzt erstmal meines Erachtens davon ausschließe, ist die Person, die Lagermeisterin dort auf dem Schiff. Denn die ist die erste, die, ja, also wenn dieser Verräter nicht unheimlich dumm ist, dann ist das nicht die Lagermeisterin, denn das fiel alles auf sie zurück. Auf jeden Fall vom Norden aus Maraskan sind wir dann nach Boran gesegelt. Und ja, auf dem, dann kurz vor Boran hat uns dann Captain
Ratte Ralsanin gefragt, ob wir nicht jetzt hier eine Spezialmission erledigen wollen, und zwar uns nach Maraskan tief hinein zu begeben. Wenn wir, also wir würden dann den Bohrer anlegen, würden dann vor Bord gehen, tief nach Maraskan uns hinein zu begeben, um Endurium zu holen. Und dieser Captain ist auch von der Dings im Geheimdienst? Nee, der arbeitet aber definitiv wohl damit zusammen, wird davon versorgt, und dieser Captain hat sich irgendwas war da mit seinem Schiff. Der hat sich das Schiff, auf dem er da sitzt, irgendwie unrechtmäßig irgendwie angeeignet. Ganz genau den Hintergrund weiß ich nicht mehr auswendig. Und weil er das getan hat, wird der momentan von der Öffentlichkeit, also von dem Gesetz gesucht, wie zum Beispiel Impericum. Da konnte also, er deswegen Impericum. Ich hab aufgepasst damals, was er gesagt hat. Ja, Pater Ralsanin war damals schon unter Retos Zeiten, also vor 20 Jahren oder sowas. Ich weiß das nicht so genau. Sie schaut so ein bisschen hilfesuchend zu Jalan. Hat er schon gesegelt und hat dann die gesamte Küste, also den Osten hier, einmal kartografiert. Er ist von Norden bis Süden runtergefahren und hat sich dann die Meilen vermessen und sowas, und das hat er dann für Kaiser Reto gemacht. Und dann wurde er ausgezeichnet und hat gesagt, du darfst in Ruhestand. Und der ist dann irgendwo nach Ravenna oder sowas gegangen, genau weiß ich das auch nicht. Und dann hat er irgendwann gesehen, dass Borbara zurückgekommen ist und dass das wohl alles nicht mehr funktioniert. Naja, und wir haben ja auch die Flotte Impericum gesehen, da ist ja gar nichts mehr von übrig. Das heißt, die haben wohl alle irgendwie, die waren unfähig. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt nur noch ganz wenige Schiffe. Und seine Tochter, das ist auch eine Kapitänin, die ist so irgendwie eine der wenigen, die das beherrscht. Sagen zumindest die anderen Leute auf dem Schiff, das ist der Irdre. Und die haben sich dann getroffen. Und dann hat seine Tochter ihm das Schiff gegeben und hat gesagt, ja, tut mir leid, ich habe das verloren. Und ihr Vater ist dann damit durch das Perlenmeer gefahren und seitdem wird er gesucht, weil er ja eigentlich sowas wie ein Pirat ist. Und dann wurde seine Tochter strafversetzt. Das heißt, sie ist immer noch irgendwie eine Kapitänin, aber die ist wohl irgendwie ganz im Süden, irgendwo bei Selem oder sowas, oder ich weiß nicht genau, wo das ist. Zumindest irgendwo weiter unter Maraska. Das hast du also die ganze Zeit gemacht, während wir auf der See waren. Ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Die mögen mich. Euch mögen sie übrigens nicht. Du hast ihr bestimmt schöne Augen gemacht, wie das erste Mal, als wir uns kennenlernen. Hätte es gedacht, dass Reneganten und Piraten mich nicht mögen. Also, kann dieser Geheimdienst dafür sorgen, dass wenn Leute eigentlich gesucht oder verurteilt werden sollten, dass sie mildere Strafen oder gar keine bekommen? Naja, also der Kapitän wird ja offiziell gesucht, also jetzt vom Mittelreich und von der Perlenmeerflotte und alle suchen den. Deswegen darf er auch eben nicht mehr in die ganzen mittelreichischen Städte, so Pericum und Beilung. Aber wenn dieser alte Mann, der Baron von Wehrheim, das eben auch schafft, dass er Brandöl geliefert bekommt, dann kann der auch sowas. Weil es gibt da schon, ja, in meiner Familie so ein paar Dinge, die, naja, vielleicht können die da ja was machen. Bist du eine Kriminelle? Nein! Ich meine, je nachdem, wen man fragt, sind wir mittlerweile alle kriminell. Ja. Aber wir haben natürlich schon öfter mit dem Gesetz zu tun gehabt. Wir sind auf den Straßen unterwegs gewesen, nicht jedem eures Standes. Mal Jalan und sie ein bisschen vorwurfsvoll an. Gefällt das, dass es uns gibt? Da hat man schon mal was mit dem Gesetz zu tun. Ja, ob bei uns gibt es nichts mehr zu lachen und kein ziehendes Volk mehr. Man versucht trotzdem, also wir haben es immer versucht, egal wie traurig oder wie schwer die Situation war, den Leuten etwas Frohsinn und Freude zu bringen. Muss es doch. Ich meine, sonst hätte doch alles gar keinen Sinn mehr. Dann könnte man gleich aufgeben, oder nicht? Guck mal in die Runde. Weiß ich nicht. Bei uns habe ich noch nicht so viele Gaukler getroffen in Selem. Aber Selem ist vielleicht auch etwas speziell. Wieso ist Selem speziell? Weil du mehr Leute vor Wahnsinn schreien hörst oder Leute siehst, die sich mit dem Kopf vor eine Wand schlagen, als du Leute siehst, als du so Gaukler jemals siehst dort.
Vielleicht sollten da mal mehr Gaukler hinfahren, damit die Leute ein bisschen Abwechslung kriegen. Tja, vielleicht wäre das die Lösung. Eure Gaukler Brindigian sind ganz anders als unsere, ne? Wie meinst du das? Bei uns sind hauptsächlich fahrende Theatergruppen. Ja, genau, die meine ich, die in Boran waren. Also, das kannst du ja zum Beispiel Wascher auch erzählen. Das waren halt so ganz andere Gaukler als unsere. Das war ja eine ganz spezielle Theatergruppe. Also bei uns mittlerweile gibt es sogar auf Maraskan wieder fahrende Theatergruppen. Das ist nun weniger als hier im Garecha, da sind es weniger Schauspieler und Gaukler, sondern die meisten führen Theaterstücke, Honinger Geschichten auf. Vor allem scheinen die hier weniger oft Attentäter zu sein. Ja, das in Boran, das war ja die Rebellengruppe, die sich ausgegeben hat als Theaterspieler. Deswegen klang das auch so gut. Man grinst ein wenig. Naja, ein wenig mit dem Schauspiel auskennen, das schadet ja nicht. Sie haben das Publikum mit einbezogen, grinst Myria so ein bisschen fies. Ja, na klar. Das Publikum ist auch dazu da, um Ratschläge zu geben den Schauspielern. Noch während des Stückes, dass sie die mit einbrauen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine mit Publikum einbeziehen, ich meine, der Belhari und Manning war ja auch mit dem Publikum, den haben sie auch mit eingezogen. Ja, wie kann man nur so dumm sein, geradewegs auf Belhari und Manning loszustürmen? Wenn man ihn nicht kennt, wer ist das? Das kann euch Alan erzählen. Ein Hochparktierer, das... Wir sind das einfache Volk, wir Gaukler, wir stehen ganz unten. Hier oben seid ihr irgendwo, und zeigt mit der Hand so ganz nach oben. Und hier unten, ganz in den Zuber rein, quasi neben runter bis Bein, da sind wir. Ich meine, woher soll ich so einen Mann kennen? Oder woher sollen Leute meines Standes so einen Mann kennen? Das muss doch aber gar nicht. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass er hoch in der Gunst der göttlichen Widersacher steht. Und dass die Welt besser dran wäre, wenn er morgen noch an, weiß nicht, der blauen Keuche erkrankt oder so. Aber Wascha, du hast von deinem Zuhause geredet. Aber ich hatte es immer so verstanden, dass beim fahrenden Volk, also die haben ja eigentlich kein Zuhause, beziehungsweise ihr Zuhause, das sind die dort, wo die Menschen sind, mit denen sie reist und die sie Familie nennt. Ich weiß ja nicht, ist jetzt nicht hier von Trigo sowas wie dein Zuhause? Ohne das jetzt irgendwie mit, ja, also auf wer in wem zu beziehen und so. Naja, also ich habe ja während meiner Reisen mitbekommen, was Leute als Zuhause definieren, und die meisten Bauern sehen das Haus, was sie selbst erschaffen haben oder was sie gemeinsam aufgebaut haben als Zuhause, sei es ein Häuschen oder ein Dörfchen, sie machen das immer so örtlich fest. Genau wie Rondrigo sagte, seine Heimat ist Selem. Ich persönlich habe da eben keinen Ort. Ich könnte sagen, der große Wagen, mit dem wir gefahren sind, in dem wir geschlafen haben, das wäre mein Zuhause, aber es ist eben kein Ort. Es bewegt sich ja, es hat Räder und fährt. Von daher, glaube ich, ist das Zuhause, wovon wir reden, etwas Unterschiedliches. Wobei einem durchaus Leute ein Gefühl von Zuhause geben können. Kuschelt sich wieder näher an Rondrigo ran. Findet ihr nicht? Also überall, wo wir sind, oder dann... Der Wagen ist zu Hause, solange wir da sind, ja? Wenn du manchmal nicht so zickig wärst, dann schon. Grinst die an. Ach ja, ich bin gar nicht zickig, du bist zickig. Überhaupt nicht. Aber wohl. Ja, ich würde sagen, alle Frauen sind so ein bisschen zickig. Ich musste sie eines Tages beherrschen. Was? Frauen sind gar nicht zickig. Nur genau, manchmal ein bisschen. Frauen sind gar nicht zickig. Ja, nur die hübschen Frauen, die sind zickig. Und ihr wollt sagen, wir sind nicht hübsch, oder was? Ja, es kommt drauf an, wie zickig ihr seid. Rondrigo, sag mal, dass ich hübsch bin. Schon sagen. Du bist sehr zickig. Hübsch, hübsch, meinte ich. Was? Man haut dich und spritzt dir Wasser ins Gesicht. Hey, dafür bin ich doch zuständig. Ich meinte natürlich, du bist sehr hübsch. Zu wenig, zu spät. Also gut, ja, wo fangen wir jetzt an? Wenn wir jetzt kämpfen wollen. Ja, da wir ja scheinbar neuerdings für den Reichsgroßgeheimrat arbeiten, wird dieser sicherlich den einen oder anderen Befehl für uns haben. Ansonsten können wir immer noch nach Norden reiten,
und ein Teilchen da auf den Sack gehen, wo es weh tut. Also die blutige See, die ist ja so etwas wie die Straße, die hier alles verbindet. Ich glaube, dass wenn wir etwas tun könnten, um dort wieder mehr Kontrolle zu haben, würden wir jegliche Versuche der Schwarzen Landen und der Splitterträger, ihr Hoheitsgebiet auszuweiten, deutlich verlangsamen oder vielleicht sogar etwas an Land zurückzugewinnen. Wir würden zumindest Oron und Maraskan vom Nachschub abschneiden. Aber, wir haben kein Schiff, wir haben keine Männer, wir haben kein gar nichts. Und ihr habt gesehen, was da draußen im Wasser umhergeht. Erstmal will ich sowieso wissen, Washout. Ach egal, schlaf darüber erstmal eine Nacht, ob du da ob du nochmal für Dexanemrod arbeiten willst oder nicht. Ich bin da schon wieder zu voreilig. Ich bin halt immer noch auf der Suche nach meinem Vater. Aber vielleicht, wenn wir in die Richtung unterwegs wären, das wäre ganz toll. Und wenn in welche Richtung müssten wir denn dann? Wir müssten in den Norden hoch. Norden? Also doch, ohne Reich. Das ist die Info, die ich als letzte bekommen habe, wo er sich aufhalten soll. Wo sie alle sich aufhalten sollen. Ich hoffe, du meinst nicht das Oronische Reich. Davon habe ich schon von den Seefahrern viele schreckliche Dinge gehört, wie es dort abgeht. Ich kann dir später mal auf einer Karte zeigen, wo er ungefähr sein soll. Meistens lagern sie ja nicht direkt in den Städten, sondern außerhalb, damit sie Geld sparen und nicht irgendwie Probleme bekommen. Okay. Aber mein hoher Herr, um auf eure Frage zurückzukommen, ich habe noch einmal mit dem Kapitän der mehr oder weniger oder mal und mal nicht versunkenen Ukuri geredet. Ihr wisst schon, Haria Ben Jidat. Ich erinnere mich. Ist ja noch nicht so lange her. Nun, ich glaube, natürlich will er auch nur seinen Lebensunterhalt verdienen, aber ich glaube im Herzen, dort weiß er schon, dass das langfristige Geschäft, das ist nur in einer Welt mit den Zwölfen möglich. Und ich glaube, er wäre der Richtige, falls wir eine einzelne Überfahrt bräuchten, um wieder mit seinem Geschick uns durch gefährliche Gewässer zu bringen. Würfelt mal alle eine Sinnschärfeprobe. Sie ist erschwert um 10, aber auf Hören. Gott. Ist eh alles laut. Glück hat mich gesteigert. Ich kann auch Schicksalspunkte ausgeben, wenn ihr wollt. Jalan hat sein Schicksalspunkt wieder. Ich gebe ihn aber dafür jetzt nicht aus. Gut, dann hört ihr nichts. Also es ist immer noch weiterhin laut und passiert nichts. Ich selbst wollte auch nochmal zur Flottenmeisterei hier in Kunchum einerseits mit ihnen darüber sprechen, was ich bei den Dämonenarchen so gelernt habe, wie sie aussehen. Zumindest von außen, wie sie sich bewegen. Aber auch, wenn ich den Zugang erhalte, ja, die Baupläne von einigen Schiffen ansehen. Langfristig möchte ich da schon gerne etwas noch einmal bauen. Mein ehemaliger Lehrer, er hatte auch immer so etwas geplant und vielleicht kann ich das, was er als sein nicht Lebenswerk oder seinen Traum einmal gesehen hat, einmal umsetzen. Er meinte immer, das sei das schnellste Schiff, was hier die aventurischen Meere jemals gesehen hätten. Schnell ist gut, aber wir brauchen ein Kriegsschiff und keine Nussschale mit Segel dran. Mein Herr, dann wollt ihr so etwas wie die Seeadler, oder wie? Meiner, da brauchen wir nicht nur das Schiff, wir brauchen auch die Crew und dann, also um das Schiff zu fahren und zu navigieren. Ganz zu schweigen von der Crew, die mögliche Geschütze bedienen könnte. Hört ihr das? Irgendwas knallt da draußen, oder das? Schüsse, oder? Schüsse, wer sollte denn hier den Hafen beschießen? Ja, guckt nochmal. Seid still. Klar, überall um euch herum immer noch das ganze Gerufe von den Dudamiden, die auch im Abend immer noch nicht still sind. Aber ja, er hat echt Schüsse. Das sind keine Kanonen.
Es sind keine, naja, nichts aus der Hafengarnison. Irgendwelche lauten Pedestriners, irgendwas Längeres. Schon wieder. Den hier auf dem Dach, oder? Ihr seid auf dem Dach, ja, genau. Ihr sitzt immer noch in eurem großen Bottich, unter euch das Feuer, was das Wasser angenehm warm hält, und über euch der Stern. Okay, ich geh mal an die Dachkante und schau mich um. Ja, du kannst sehen, wie wohl im Hafen Leute schießen. Du kannst ab und zu mal ein bisschen Mündungsfeuer und Rauch sehen. Und dann kannst du sehen, wie gerade eine Person um das Zeughaus von Störrebrand herum rennt und an die Brücke vom Flusshafen. Oh, du kannst sehen, und das ist jetzt eine weitere Sinnesschärfeprobe, noch einmal auf Hören, wie er wohl irgendetwas so ruft, sich einmal umdreht und dann weiter rennt. Geschafft, zwei über. Ja, du kannst hören, ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr Kapitän Harir Ben Schallig fast geschnappt hätte. Und dann läuft er auch so. Du hast gesagt, schon im 10 Jahren lang. Wie kannst du das denn geschafft haben? Ich hab gesagt, noch eine Sinnschärfe hören. Ich hab nichts mit der Schwelle gesagt. Passt. Ja, dann kann das auf alle Leute hören und die anderen misslungen. Nee, keine, ich genau, hab keine, keine 10er-Schwelle. Genau, keine 10er-Schwelle. Ich hab 8 Sterne. Jo, passt. Also ihr könnt das auf alle Fälle alle hören, die anderen mehr oder weniger gut. Aber wie gesagt, der Spruch, ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr Kapitän Harir Ben Schallig fast geschnappt hättet, und dann läuft er weiter. Brindigian, ich will euch ja keine Träume zerstechen, aber ich fürchte, die versunkene Hokuri wird in nächster Zeit nirgends zu hin. Zumindest nicht mit unserem Bord. Das war gerade unser Kapitän, oder was? Nein, nicht unser Kapitän. Das war gerade der Kapitän, den wir... Naja, mit dem wir hergekommen sind. Naja, meine ich doch. Ja. Ich denke, wir sollten uns alle erstmal einige Tage ausruhen und ein wenig zur Fassung kommen. Wenn wir eher ein paar Tage hier bleiben, Jalan, dann würde ich mit eurer Erlaubnis ein paar alte Kontakte anknüpfen, die ich hier gesammelt habe, als ich das letzte Mal hier war, und mal schauen, ob ich ein Schiff besorgen könnte, wenn das denn die Entscheidung wäre. Nun, darüber müssten wir dann erstmal sprechen, was genau wir vorhaben. Vielleicht sollten wir uns versuchen, Kontakt mit Dexter Nimrod aufzunehmen, oder was meint ihr alle? Ich bin ja dafür, dass wir nochmal das Thema Familie besprechen. Denn ich denke, wenn wir als Familie arbeiten wollen, sollten wir gucken, dass wir vielleicht auch finanziell zusammenlegen. Das heißt, die Leute, die das mehr haben, haben etwas weniger, und die Leute, die das weniger haben, haben etwas mehr, und alle haben, wie man das in einer Familie sozusagen handhaben könnte, gerecht gleich viel. Da müsste ich euch noch ein kleines Geständnis machen. Im Fex-Tempel müssten wir ja auch noch vorbei, und der Preis ist ja ziemlich gestiegen. Hä, aber wir haben doch aus der Nordlandbank das Geld geholt. Warum wart ihr dann im Fextemp? Also. Weil wir uns aufgeteilt haben und das Ganze nicht abgesprochen wurde. Wie viel müssen wir den Fextempel zurückzahlen? 5 Dukaten war es, glaube ich, was wir ursprünglich verhandelt haben. Und dann habt ihr doch noch euer Spiel angefangen. Ja. Hast du ihn besiegt? Nein, nicht wirklich. Und deswegen sind es jetzt. Druckst ein bisschen rum, versteckt sich so ein bisschen mehr im Zubar, sinkt mehr Richtung. Ach, 5 Dukaten, ist doch egal, 10 Dukaten. Nein, es sind 50 geworden. 50? Was? Dann nehmen ja die hakennasigen Halsabschneider in der Nordlandbank weniger. Gut, ist doch egal. Lass uns das jetzt einfach sehen, dass wir 50 Dukaten dort zurückzahlen müssen. Das ist doch ein akzeptabler Preis. Plus die 100, die wir nicht verstanden haben. Ja, die 100 haben wir, die 100 habt ihr nicht ausgegeben, denke ich. Ach, genau, wo sind die eigentlich? Verdammt. Dann ist ja gut, dann können wir die ja wieder zurückgeben. Dann sind es ja gar nicht 150 Dukaten. Ich weiß nicht, ob sie mir nicht ausgehändigt wurden oder ob sie mir direkt hinter dem Tempel wieder abgenommen wurden. Auf jeden Fall. Ihr habt sie verloren? Um Himmels Willen. Na toll, dann hätte ich mir das Spiel ja auch sparen können. Bei Rajas blanken Titten, was tut ihr? Ich glaube, es war einfach keine gute Idee, sich das Geld vom Tempelvorsteher zu leihen. Habt ihr nicht reingeguckt, als er euch diesen Sack gegeben hat? Ich dachte, man könnte ihm vertrauen, so von Geweihtem zu Geweihtem. Aber man darf nicht so Geweihten vertrauen. Es ist ein Fexgeweihter, ihr dürft ihm nicht vertrauen. Sobald ihr ihm vertraut, nimmt er euch aus wie eine Forelle. Wo hat er denn die 100 Dukaten hergenommen?
aus seiner Tasche. Er hat sie unter seinem fetten Bauch hergezaubert, könnte man sagen. Er hatte gar nicht reingeschaut, er meinte, er hat es abgewogen mit seiner Hand und meinte, es müsste so stimmen. Können Fexgeweihte auch zaubern? Ihr Gott ist mit ihnen. Manchmal. Habt ihr die Steine noch? Vielleicht sind es Edelsteine. Ja, den Beutel habe ich noch. Liegt bei meinem Gewand im Nebenraum. Naja, aber sagen wir, es waren wirklich normale Steine, dann hätten wir beim Fex-Tempel noch eine Schuld von 150 Dukaten zu begleichen. Gut, dann hat dann Bango Hans irgendwie 136 Dukaten ein bisschen aufgerundet, oder Jalan? Ja. Also 135 zerquetschte. Aber wenn sie uns nur 100 Steine gegeben haben, dann schulden wir ihnen jetzt 150 Steine, oder nicht? Wollt ihr wirklich versuchen, den Vorsteher eines Fex-Tempels in Kunchom zu bescheißen? Er hat uns Und wenn auch? Er es mit uns versucht, dann nehmen wir seine Worte wörtlich. Wenn er Geld zaubern kann, dann ist das doch egal. Hat er euch denn den Beutel in die Hand gehabt mit den Worten, das hier sind 100 Dukaten und ihr seid gegangen, weil ihr damit sozusagen eingeschlagen habt in den Deal? Ich glaube, eingeschlagen haben wir nicht. Aber du hast ihm dein Wort gegeben. Ja, das sind 100 Dukaten, er bekommt das Geld von mir zurück. Er meinte, es müsste stimmen und wir hatten vorher darüber geredet, dass wir uns 100 Dukaten leihen möchten. Also vielleicht denkt er auch, dass diese Steine so viel wert sind. Schwer zu sagen. Ich meine, die Straßen hier in Kunchum, habt ihr die großen Straßen, wo viel gewuselt wird und ehe man sich versieht, ist man auf einem kleinen Nebenwerk, wo niemand ist und wo ich ehrlich gesagt nachts auch nicht allein unterwegs sein möchte. Also. Du kennst dich in Städten nicht gut aus, Ephadais, höre ich das gerade richtig raus? Das hier ist Kunchum, so eine riesige Stadt. Nun, ich bin dankbar, dass ich hier einige Ausläufer des Manadi habe. So weiß ich mal, in welche Richtung ich zum Meer komme. Wie habt ihr euch in Gare zurechtgefunden? Nicht so gut. Also ich werde an die ganze Sache mit einer Pike nicht rangehen. Ich habe genug Probleme mit meinen eigenen Schulden. Was war das gerade, Jalan? Ich habe das nicht ganz genau verstanden. Erklär mir das nochmal. Ich bin etwas aufs Ohr gefallen, glaube ich. Ich habe was im Ohr gehabt. Der Fake-Stempel. Ephadarios, seht zu, wie ihr da die Sache also, da macht. Genau, wenn wir eine Familie sind, dann gibt es kein seht zu, wie du das machst, sondern dann gibt es nur, okay, das machen wir. Das ist ich die einzige Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir, dass wir das machen. Oder, dass, wie gesagt, wir keine Familie in dem Sinne gründen. Wir haben doch so viel Geld bekommen, das muss doch wohl reichen, um die Schulden zu begleichen, oder? Also eure bei der Nordlandbank und unseren Fixtempel. Ja, wenn wir alle mal zusammenlegen, dann ist das recht schnell bezahlt überall. Ich weiß nicht genau, wie viel dann noch jeder für uns bleibt. Ich denke irgendwie vielleicht so 150, 200 Dukaten für jeden und wie wird dabei noch rausspringen. Wenn wir irgendwie das Geld als Familie zusammenlegen wollen, die Schulden bezahlen wollen und dann, ja. Ich wollte meiner anderen Familie auch noch Geld schicken. Es wäre toll, wenn ich nicht die 80 Dukaten völlig ausgeben müsste. Unser erstes Ziel sollte es natürlich sein, die Schulden abzubezahlen und dafür zu sorgen, dass jeder anständig ausgestattet ist. Das ist nicht das erste. Wie viel habt ihr denn bekommen? Das ist aber trotzdem nicht das erste. Ich will zuerst das erste klären, ob wir das als Familie handhaben wollen oder nicht. Also ich habe schon allein darüber, ob wir das Geld zusammenlegen oder nicht. Ganz einfach. Ich habe von Bruderschwester Nemrod ungefähr 200 Dukaten bekommen. Aber ich lege es gerne in die Gruppenkasse, wenn wir weiterreisen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir den Geweihten vom Bruder Fex es mit gleicher Münze zurückzahlen sollten, wenn er uns so verarscht. Kann einer von euch so hoch zählen? Wir haben so viele Dukaten gekriegt, also ich kann nicht so hoch zählen. Derjenige, der so gut zählen kann, sollte das Geld nehmen und vielleicht sollte es nicht so ungut, Ephadaios, aber wenn ihr das Geld verliert, wenn ihr durch eine Stadt lauft, vielleicht solltet ihr es auch nicht unbedingt nehmen. Ich habe hier im Spiel nicht so viel verloren, ja? Was? Ephadaios, wenn ihr euch in Städten nicht gut auskennt, dann seid ihr derjenige, der in Städten irgendwie seinen eigenen Kram gerne verlieren darf, aber nicht irgendwie dann das Gruppengeld. Ganz eindeutig. Ich möchte nochmal sagen, dass mein Geldbeutel noch da ist, ne? Da waren auch nicht 100 Dukaten drin. Vielleicht war der große Beutel einfach attraktiver für Diebe.
Das kann sein. Also es muss auch ein sehr geschickter Dieb gewesen sein. Ich wollte euch ja gar nicht angreifen. Ich sagte nur, vielleicht sollte jemand anders als ihr das Geld nehmen. Ephedaios, würfel mal eine überredende Lügenprobe. Es ist nämlich definitiv gelogen. Was habe ich jetzt gelogen? Also, du wurdest mehrfach angerempelt auf der Fürst Isaf-Allee. Habe ich auch beschrieben. Du bist dir nicht ganz sicher, ob das nicht jemand geschickt austauschen könnte.